Hast du gewusst, dass es unterschiedliche Arten von Fettbäuchen existieren und du jeden einzelnen davon mit der richtigen Strategie loswerden kannst? Denn das ist tatsächlich so. Wie genau, fragst du dich? Das verraten wir dir heute hier auf Schrittanleitungen. Gib dem Video direkt ein Like und schau es dir bis zum Ende an. Hier sind 5 Arten von Bäuchen und unsere Tipps und Tricks, wie du sie wieder loswerden kannst. Erstens, Bierbauch. Ah, ein kühles, wohlschmeckendes Bier an einem lauen Sommerabend. Was gibt's Besseres? Wenn es allerdings zu viele davon werden und alles in eine tägliche Routine übergeht, dann tust du deinem Bauchfett echt keinen Gefallen. Im Gegenteil, denn das ist der schnellste Weg Richtung dem guten, alten Bierbauch. Warum das Ganze? Das ist schnell erklärt. Alkohol enthält eine Menge an Kalorien. Und vor allem Bier trinkt man öfters in großen Mengen. Die Lösung? Lass das Bier einfach vollkommen weg oder trink zumindest maximal 1 bis 2 täglich. So wirst du auch deinen Bierbauch innerhalb kürzester Zeit wieder los. Zweitens, Stressbauch. Laut einigen wissenschaftlichen Studien kann ein stressiges Leben dazu beitragen, dass man übermäßig viel Gewicht zunimmt und so einen dicken Bauch bekommt. Das hat in erster Linie mit dem bekannten Stresshormon Cortisol zu tun. Denn wenn das über einen langen Zeitraum hinweg einen hohen Wert hat, dann speicherst du automatisch mehr Fett im Bauchbereich. Wie du das Problem lösen kannst? Durch Entspannung. Beispielsweise in Form von warmen Bädern, Sport oder Massagen. Sobald dein Cortisolwert sinkt, wirst du auch Stück für Stück wieder dein Bauchfett loswerden. Drittens, Hormonbauch. Auch hormonelle Schwierigkeiten können zu Gewichtszunahme führen. Und Östrogen und Progesteron können dazu beitragen. Denn hohe Östrogenlevel erhöhen auch deinen Insulinwert. Und ein hoher Insulinwert kann bekanntermaßen Heißhunger auf Zucker fördern. Das Resultat? Du nimmst zu und wirst dick. Wie du deinen Östrogenwert senken kannst? Unter anderem durch Karotten. Wenn das nicht hilft, dann such am besten einen Arzt auf und lass dich beraten. Deine Figur sollte es dir wert sein. Viertens, aufgeblähter Bauch. Der häufigste Grund für einen Blähbauch ist der Konsum von zu großen Mengen an industriell hergestellten Nahrungsmitteln. Lass diese Nahrungsmittel erstmal außen vor und nimm stattdessen vermehrt natürliche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse und Nüsse zu dir. Auf diese Art und Weise wird dein Blähbauch in naher Zukunft bereits Teil der Vergangenheit sein. Fünftens, dicker Bauch nach einer Schwangerschaft. Studien zeigen, dass ein Fettbauch nach einer Schwangerschaft nicht nur auf die Schwangerschaft selbst zurückzuschließen ist. Er hat auch mit den Lifestyle-Changes währenddessen und danach zu tun. Tatsache ist, viele Frauen lassen sich in dieser Zeit einfach zu sehr gehen. Wenn du also während und nach einer Schwangerschaft weiterhin Wert auf gesunde Ernährung, Sport und Bewegung legst, dann wirst du mit einem dicken Bauch nach deiner Geburt höchstwahrscheinlich keine Probleme haben. Kennst du noch weitere tolle Tipps und Tricks für unsere gesundheitsbewusste Community fürs schnelle und sichere Abnehmen? Sag es uns in den Kommentaren, abonniere den Kanal und lass die goldene Glocke so richtig bimmeln, denn nur so erfährst du regelmäßig alle wichtigen Neuigkeiten zu unseren neuen Videos. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, dass auch du deinen Fettbauch mit unseren Tipps und Tricks ab sofort innerhalb kürzester Zeit wieder loswerden kannst. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!